Wusstest du, dass 14% der Bevölkerung mit Nagelpilz infiziert sind? Wenn man das auf die Bundesrepublik umrechnet, sind das ja 10 Millionen Menschen. Im heutigen Video soll es um Nagelpilz gehen, was du beachten musst, wie du ihn erkennst und vor allen Dingen viel wichtiger, wie du ihn wieder loswerden kannst. Der Nagelpilz kommt auf viele zu, überraschend, ist chronisch, aber wie kann ich mich infizieren? Was ist bedeutungsvoll? Feuchtigkeit spielt eine ganz große Rolle für alle Pilze, auch für den Nagelpilz. Wie kommt es oft dazu? Natürlich durch Aktivität, Sport vor allen Dingen, durch Sportschuhe, die oft aus Kunststoff bestehen. Der Fuß schwitzt da drin, dann haben wir die Feuchtigkeit, die wir brauchen. Aber es ist auch wichtig, ich kann mich anstecken mit Nagelpilz. Das heißt, wenn ich mit nackten Füßen ungeschützt rumlaufe, habe ich immer eine größere Chance, mich mit Nagelpilz zu infizieren. Ganz entscheidend wichtig sind die Symptome. Wie kann man drankommen? Habe ich gerade gesagt, aber erkennen muss ich ihn ja erstmal. Der Nagel wird spröde zum Beispiel. Ich stoße mich an, er bricht. Ich kann aber auch sehen, es gibt Verfärbungen. Manchmal braun, manchmal sogar schwarz oder gräulich. Der Glanz geht oft verloren und er verformt sich sogar, und zwar heftig. Und manchmal sieht man auch Rillen, die sich quer durch den Nagel durchziehen. Also das sind wichtige Symptome, die sollte man kennen. Und man muss den nämlich möglichst früh erkennen, weil das eine chronische Infektion ist. Und von selber weg geht das nicht. Man muss sich kümmern, man muss anständig therapieren, um ihn wieder loszuwerden. Am wichtigsten ist die Frage, wie werde ich den Nagelpilz wieder los? Dafür muss ich erstmal verstehen, was da abläuft. Wenn ich die Infektion bekomme, ist entscheidend, was viele Produkte, auch die auf dem Markt sind, nicht berücksichtigen, dass eigentlich der Nagelpilz sehr tief sitzt, bis in die Matrix, die Wurzel sozusagen. Daher, wo der Nagel nachwächst, ist die Wurzel die Matrix. Und da sitzt auch der Pilz. Und dafür muss ich das in meiner therapeutischen Strategie berücksichtigen. Viele Produkte auf dem Markt berücksichtigen das eben nicht. Wir müssen im Grunde drei Dinge, ich denke jetzt mal an meine Großmutter, die hatte sowas im Kopf, so war die Großmutter früher. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, die ich hier weitergeben kann. Wir müssen erstmal aufschließen den Nagel. Das heißt, wir müssen bis in die Nagelmatrix vordringen können, denn die Oberfläche ist ja sehr hart vom Nagel. Die muss eröffnet werden. Dann muss ich eben halt abtöten, den Erreger. Und dann ist ganz wichtig, der Nagel muss ja, wenn er verformt ist, verfärbt ist oder auch spröde ist, wieder regeneriert werden. Diese drei Punkte müsst ihr euch merken. Also eröffnen, abtöten und dann eben halt regenerieren. Ja, eigentlich muss ich ein bisschen schmunzeln. Warum? Weil meine Großmutter mir das erzählt hat, vor vielen Jahrzehnten schon, was eigentlich später erst in einer Studie, der sogenannten Bologna-Studie, wissenschaftlich belegt worden ist, und zwar an 20 Probanden. Man hat also eigentlich genau das wissenschaftlich untersucht, was viele der älteren Generation schon gewusst haben. Und wenn wir an die drei Kriterien denken, die eine große Rolle spielen, dann wurde das genau in dieser Studie, die ich hier vorliegen habe, die stammt von 2019 aus der Zeitung Skin Appendage Disorders. Die ist also sehr korrekt gemacht worden und über 12 Monate gelaufen. Und das Interessante war, dass nach der Anwendung, die eigentlich wissenschaftliche Umsetzung der Erkenntnisse meiner Großmutter war, eben halt über 80% eine völlige Heilung hatten. Das ist interessant. Wie ist das jetzt geschehen? Was haben die Autoren gemacht? Was war ihr Ziel? Was haben sie eingesetzt? Ja, genau die Dinge, die eben halt meine Großmutter zum Eröffnen, nämlich den Zitronensaft, eingesetzt hat. Dann das Teebaumöl als Wirkstoff. Da ist ein bestimmter Stoff drin, der eben den Pilz absterben lässt. Und dann ist wichtig, dass man eben halt Vitamin E als entscheidende Regenerationsmöglichkeit genutzt hat. Und wenn man das alles zusammen in einem Präparat hat, wie das hier in der Studie gemacht wurde, ist, dann hat man Erfolg. Und das war das Entscheidende. Mich hat das sehr überrascht, aber auch sehr gefreut, dass ich auf dem alten Wissen letztendlich schon sehr viele Patienten hatte, die aus meiner Erfahrung eben halt damit wunderbar ihren Nagelpilz beseitigen wollen, und die werden sehr froh, denn oft ist der Nagelpilz auch eine psychologische Belastung, das darf man nicht vergessen. Und Männer, wir wissen das ja, reden ja nicht gerne über die Dinge, aber hier muss man eine klare Sprache sprechen, man muss sich auf die Bologna-Studie konzentrieren und muss sehen, dass mit im Grunde drei Substanzen, Zitronensaft, letztendlich Teebaumöl mit dem Wirkstoff und Vitamin E, das erreicht werden kann, was wir alle wollen. Endlich den Nagelpilz wieder loswerden. Ja, wir erinnern uns an das, was ich eben gesagt habe, das Eröffnen, das Abtöten und das Regenerieren. Und genau so ist man hier vorgegangen. Für jede
dieser Vorgänge steht eben eine bestimmte Substanz. Und ich das zitieren darf, the result of our study indicate that this new topical antifungal containing vitamin E and essential oils of lime, oregano and tea tree ist eben genau das, was ich gesagt habe eben. Es sind drei Substanzen eingesetzt worden, die genau in der Abfolge das aus einer Substanz machen sozusagen. Das wird also das Eröffnen sein mit dem Zitronen, in diesem Falle Lime, das ist eine bestimmte Zitronenart, wo der Saft rausgewonnen wird. Dann das Teebaumöl, ganz entscheidend wichtig. Und am Ende Vitamin E. Und damit wird genau das erreicht, was wir wollen. Aber ein bisschen Geduld muss man mitbringen. Das ist eine topische, also eine lokale Therapie, die über mehrere Monate wirken muss. Schnell geht beim Nagelpilz gar nichts. Denn auch die Zerstörung, die Verformung, die Verfärbung und die Sprödität eben verursacht, die zieht sich ja auch über Wochen und Monate. Das geht ja nicht schlagartig. Also wichtig, in der Studie hat man das wirklich wissenschaftlich untersucht und ist zur Erkenntnis gekommen, mit dieser Art von einfachen Therapie kann man effektiv über lange Zeit eben den Nagel wieder zu seiner Gesundheit führen. Er regeneriert sich und die Verfärbungen und auch die Verformungen bilden sich dann am Ende, es muss natürlich nachwachsen, wieder zurück. Ja, so sind wir über die Erfahrung meiner Oma, eigentlich aus Generationen, in die Wissenschaftlichkeit wiedergekommen und haben jetzt begriffen, dass man wissenschaftlich solche empirischen Erfahrungen belegen kann, mit nur drei Substanzen, mit Zitronensaft, mit Teebaumöl und dann zur Regeneration mit Vitamin E. Ganz entscheidend wichtig, wenn dir das Video also gefallen hat, dann gib mir ein Like, Daumen hoch und vor allen Dingen viel wichtiger noch, teile es mit Betroffenen, damit auch sie die Erfahrung gewinnen und sehen, wie sie ihren Nagelpilz endgültig wieder loswerden können. Bis dahin, euer Rolf.